Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls: The Prepare to Die Edition und ich werde mich jetzt leider doch noch mal kurz zurückziehen. Also einmal wieder aus den Katakomben hier raus. Und zwar hat mir Evil Blood die Eisen oder Hinweis gegeben, dass ich noch ein bisschen was tun könnte, um das DLC-Gebiet schon mal vorzubereiten. Ich werde da wahrscheinlich noch nicht hingehen, weil das soll ziemlich übel sein da unten. Und von daher will ich dann noch ein bisschen warten. Dann gehen wir jetzt aber erstmal zurück zum Leuchtfall. Wir müssen wieder dahin, wo die Hydra war. So, das heißt, wir teleportieren uns einmal zum. Ah, jetzt haben wir auch, genau, jetzt haben wir auch hier die Kristallhöhle als ja, Teleportpunkt. Das war hier die Gemeinde der Untoten. Zu unserem netten Schmied. So, dann, ups, Charmeur, ja, doch. Er hat einen Bart, da hast du schon eine ganze Menge Charme. Ja, jetzt gehen wir nämlich erstmal wieder runter ins Finsterwurzbecken, wo die nette Hydra auf uns gewartet hat. Ja, geschafft, das haben wir zum Glück schon vor einer relativ langen Zeit geschafft. Jetzt kommen hier wieder die Bäume, darf ich jetzt nicht vergessen. Nicht einfach durchrennen, hier kommen Gegner. Die aber halt mittlerweile, ja, kein Problem ist. Ach, jetzt können wir noch ein paar Moosklumpen farmen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich sollte, glaube ich, öfter mal wieder hier durch die Gegend laufen. Lohnt sich immer wieder. Jep, und tschüss. Oh, da stehen wir schon gefährlich nah an der Ecke. Lila Moosklumpen. Was ich mal auch festgestellt habe mittlerweile, als ich andere Videos geguckt habe, dass es halt verschiedene Arten von Giften gibt. Das hatte ich vorher nämlich gar nicht so auf dem Schirm. Also halt einmal die, es gibt halt einmal dieses blaue Gift, das ist dann das etwas schwächere, und einmal das schwarze, also einmal blauer Blut, oder die Blutstropfen ist ja nicht, einmal die, dieser blaue Tropfen und einmal der schwarze Tropfen. Der blaue oder lila Tropfen, das ist relativ harmlos noch, also die Lebensleiste verringert sich nicht ganz so schnell und man kann es halt mit diesen normalen Moosklumpen wegkriegen. Die sind halt wesentlich besser zu farmen als die mit der Blume. Und ja, bei dem schwarzen, also das, ich glaube, bei dem anderen, also bei diesem lila-blauen, da muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Wenn man nicht mehr großartig getroffen wird, wird man es wahrscheinlich auch überleben, wenn man dann gar nichts macht. Und bei dem schwarzen Gift, da ist es halt schon übel. Da geht man halt auf jeden Fall drauf, wenn man sich nicht zwischendurch heilt. So. Die kennen wir ja auch schon zur Genüge mittlerweile, hier diese Kristallwesen. Oh, das scheinen schwächere Formen zu sein. Das heißt, sie sind wirklich mit einem Schlag weg. Das ist praktisch. Ich dachte nämlich schon irgendwie, also, die waren ja auch früher etwas besser zu machen. Hier ist, glaube ich, ein großer jetzt oder ein größerer. Autsch. Der macht aber auch nicht so viel Schaden. Der Angriff von denen ist halt, ja genau. Hier dieser Kristallangriff, der ist übel. Ich schätze mal, dass die dann so 400 Lebenspunkte haben. Dann können wir die halt dann auch entsprechend mit einem Angriff weghauen. Gut, dann geht es jetzt hier mal wieder runter. Ich hoffe mal, ich falle jetzt auch nicht runter. Hätte den Ring wechseln können. Andererseits passt es ja auch so. So, und hier hinten soll nämlich noch was sein. Das wollen wir uns dann mal in Ruhe anschauen, hoffentlich. Auf jeden Fall schön gemacht hier mit der Sonneneinstrahlung, Spiegelung im Wasser. Ah. Da ist noch so ein Gegner. Macht er uns was? Scheint so.
Gut. Oh. Hallo? So, it is thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysium. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysium, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? Ja, doch. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shall engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Brauchst Gegenstand, ja. Haben wir hier hinten noch was? Aber es sieht nicht so aus. Aber eventuell kommen wir dann hier rüber ins DLC-Gebiet. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das ist ja, glaube ich, ne. Ist einfach nur komisch beleuchtet. Ich dachte gerade schon. So, nachdem ich den Golem jetzt erlegt habe, soll ich jetzt nochmal den anderen Golem in den Archiven. Ich glaube, da gehen wir zuerst. Ich überlege gerade, ich glaube, nach Anor Londo wäre, glaube ich, sinnvoller und schneller. Und von da aus dann am Anfang zum ersten Leuchtfeuer nochmal zurück. Ich überlege gerade, wie geht's am schnellsten. Ja, komm, ich glaube, ich gehe dann mal. Was ist denn das da hinten? Ist das nur ein... Ah! Da ist ein Rufzeichen. Das ist wohl das von dieser... von dem Mädel, das wir gerade getroffen haben, weil ich bin, wie ihr seht, nicht menschlich. Hallo. Na? I am Dusk of Ulysium. It is an honor to see thee again. I shall follow thine wishes. Ah, hier können wir jetzt eine Geste erlernen. Tiefe Verbeugung. Was hast du denn zu verkaufen? Auch Zaubereizeug. Chamäleon. Uralter Zauber des verlorenen Landes Oris Hill. Verwandelt den Wirker in etwas Unauffälliges. Ein weiterer Tarnzauber neben dem verborgenen Körper. Fähige Tarnzauberer müssen sich ihrer Umgebung und der Objekte, die als Tarnung dienen können, bewusst sein. Aha. Und ein Elfenbeinbeschleuniger. Was hat der denn? Ja, Intelligenz von 12. Haben wir eine Intelligenz von 12? Na gut, ist ja eigentlich auch egal. Ich denke mal mit dem, das Ding, was wir jetzt gerade haben, also den Zauberstab, der reicht fürs Erste. For a very long time, I was trapped within the crystal golem. From my home I was taken, and banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. Also ist die wohl in diesem Kristallgolem gefangen gewesen. The sorceries of Ulysium differ from the magic of thine age. It is difficult to explain. Ulysium's sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? The sorceries of... It is all thine. Dost thou... Alles klar, dankeschön. If thou art in need, pray.
Pray summon me again. I wish to be of assistance. May the flames guide thee. Okay, da hätten wir hier quasi dann auch noch einen, ja, einen Händler. Aber wie gesagt, da kann ich im Moment nicht allzu viel von gebrauchen, von dem Zaubereizeug. Wo ging's denn jetzt wieder nach oben? Ach stimmt, das war hier noch ein ganz schönes Stückchen. Nachricht lesen. Hier, genau. Mittlerweile haben wir auch schon ganz schön Ausdauer angesammelt. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier nach oben und ich muss nochmal kurz überlegen, wo war denn hier der... Ich glaube, ich bin schon wieder zu weit, oder? Meine Güte, ich kenne mich hier in der Ecke jetzt gar nicht mehr aus. Hier runter wollte ich. Ich wollte zum Leuchtfeuer. Also, ich glaube, ich bin den Weg zurück, bin ich auch erst ein oder zweimal gelaufen. Und von daher, ja, bin ich halt auch entsprechend nicht so wirklich daran orientiert oder kann mich da schlecht orientieren. So, Leuchtfeuer. Gerastet. Teleportieren nach Anor Londo. So. Von da aus laufen wir dann auch mal eine Runde. Dann haben wir jetzt eine, ja, mal wieder eine Folge der vergessenen Taten. Oder sowas. Müssen wir jetzt hier nicht 10 Flakons kriegen, wenn wir da rasten? Ja. Dachte gerade schon. Gut, dann haben wir hier nochmal ein paar von unseren Rittern. Also von diesen Riesenrittern. Da prügeln wir uns mal wieder vorbei. Obwohl, die zwei kann ich eigentlich auch stehen lassen. Machen wir den. Hep. Na, hier ist einfach zu eng. Und tschüss. Ja, ich muss sagen, hier dieser schwere Sprintangriff, zwei nicht geführt, sieht schon verdammt cool aus. Und ist sehr, sehr effektiv. Gut, dann gehen wir jetzt zurück in die Archive. Lange sind wir nicht mehr gewesen, ganze 2 Folgen oder so. Ja, ich muss sagen, mit meiner Ausdauer bin ich gerade schon mal sehr zufrieden. Sehr angenehm, mal eine Runde spritzen zu können, ohne dass wir die gleich nachladen müssen. Oder beziehungsweise aufladen. So, ja komm. Sicher ist sicher. Angeblich soll jetzt hier nochmal ein Golem respawned sein, oben gleich. Na, der Chandler und die sind ja wahrscheinlich auch wieder alle da. Ja, ich glaube, die sind alle respawned. Von daher ist es relativ egal. Gut, dann geht's mal ab nach oben. Wir schauen dann mal. Ja, unsere Kristallwesen, ja genau. Und dieser Golem da in der Ecke. Das ist dann der entsprechende... Der wohl dann noch einen Gegenstand für uns droppt. Sobald wir ihn erledigt haben. Mist, das war's jetzt mit unserer Ausdauer. So, dich würde ich gerne wegsteppen, genau. Dich auch. Na, schade. Roll. Oh, meine Güte, war das knapp. Alter Schwede, ey. So, ich muss hier erstmal Flakon nehmen. Weg. Das ist im Moment, ist hier wieder viel zu viel los.
Hat er etwa den Golem verstärkt? Ah, toll. Wie gesagt, wenn das mehrere sind, allein gehen die. Aber wenn das mehrere sind, dann komme ich doch schon mal ziemlich in Bedrängnis. So, erstmal den Kleinen weg. Ach, fuck you, das gibt's nicht. So, jetzt ist der Golem dran. Ist ja echt richtig viel los hier. Okay, so, auf geht's. War der schon fast erledigt. Ich nehme nochmal einen Flakon. Geh in Deckung und das war's. So. Der hat jetzt einen zerstörten Anhänger gedroppt. Okay, und ich schätze mal, damit können wir dann... ja, können wir dann ins... in diesen DLC-Bereich... Will ich aber, wie gesagt, im Moment noch nicht machen. Ein Cestus-Schild habe ich das schon mal gehabt. Ich glaube noch nicht. Dann geht's mal ab nach unten und wir schauen uns mal das Cestus-Schild an. Graswappenschild plus 3. Cestus-Schild. Ah doch, wir hatten es aber noch mal in einer kleineren Form. Das hat auf jeden Fall bessere Magieresistenz und bessere Blitzresistenz. Einzige, wo es nicht so gut ist, ist gegen Feuer. Hm. Mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. So. Damit hätten wir das jetzt schon mal erledigt. Mache ich sonst noch was? Fällt mir denn sonst noch irgendwie spontan was ein? Ich glaube ja eher nicht. Nee, dann... geht's wieder zum Feuerbandschrein. Dann laufen wir noch schnell zum Lagerfeuer hin. So, ja, ich werde nochmal gerade hier einmal die Flakons auffüllen. So, dann geht's jetzt ab. Mal ein paar Skelette zerlegen. So. Komme ich leider nicht drüber. Alles klar, dann legen wir mal los. Skelettparty Nummer 1. Weg. Weg. Hier sind dann wieder die nächsten. Einmal, zweimal. Das geht ja zum Glück recht fix. Doppelkill. Nee, 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 nee. Du hier nicht. So. Und jetzt nochmal, ich glaube, hier ging es runter, genau. Ich mir die eigentlich auch sparen können, aber wenn es schon mal da auf dem Weg liegt, soll man es natürlich auch mitnehmen. So. Einmal anvisiert lassen. Ankommen. Na? Komm. Oh, du Arsch. Hat er mich einfach so gekontert? Könnte man eigentlich auch mal machen. Komm, die machen jetzt nicht so viel Schaden. Allerdings Blutungsschaden, das ist dann vielleicht nicht so praktisch. Aber haben wir das auch mal wieder. Ui, und 1000 Schadenspunkte gemacht. Gut, dann rennen wir noch einmal hier durch zum Leuchtfeuer. Gas geben. Hinter uns explodiert alles. Hier war doch auch noch einer. Genau, der.
Und weg. Alles klar, dann haben wir noch ein paar Skelette unterwegs. Die werde ich natürlich, obwohl... Ach komm. Was soll der Geiz? Leuchtfeuer, Rasten, fertig. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.